In diesem Video zeige ich euch nun, wie ihr euch selber eine Federtasche machen könnt. Zum Beispiel diese hier. Von innen sieht sie dann so aus. Kann allerlei rein. Ebenso aber könnt ihr auch Druckknopf verwenden. Ihr müsst es aber nicht nur als Federtasche benutzen, sondern könnt daraus auch eine Gürteltasche machen, indem ihr einfach zwei Schlitze nach oben rein macht und dann eben als Gürteltasche verwendet. Aber nun erstmal zu der Federtasche. Für die Federtasche brauchen wir dieses hier. Später diese Schablone herauszubekommen. Bei der Hälfte von dem Lederstück messen wir ungefähr 3 Fingerbreiten ab, machen uns dort eine Markierung. Und auf der oberen Hälfte schneiden wir einfach geradezu nach oben. Hier unten markieren wir uns, wie breit unsere Federtasche wird. Dann messen wir die Hälfte, knicken uns das einmal. Klappen es wieder zusammen und machen uns hier eine Markierung. Bis hierhin können wir auch wieder schneiden. So, nun müssen wir es ein bisschen schräg schneiden, damit wir eben diese Pyramidenform hinkriegen. Nun ist quasi schon erst einmal der erste Schritt gemacht. Dann legen wir es wieder übereinander, nehmen uns das Locheisen ebenso auch hier je nach 2 Schlitze reinmachen. 2 Schlitze und diese Bänder dahin durchziehen. Ebenso kann ich aber auch solch einen Verschluss wählen. Das mache ich jetzt auch mal. So, dazu brauche ich solch einen Verschluss, dieses Teil. So, dazu lege ich mein Oberteil hier ran, markiere mir 2 Punkte.
Die Löcher sind auf etwa auf der Höhe von hier, diesen letzten Löchern. Jetzt brauchen wir Nadel und Faden. Ungefähr 1, 2, ungefähr so lang. So lang ist etwa ein Faden. Nehmen wir uns wieder das Bienenwachs. Legen den Faden auf das Bienenwachs drauf. Den Daumen rauf und ziehen. So, nun beginnen wir zu nähen. Von der Außenseite. Fangen hier oben an. Gehen durchs erste Loch. So, gucken, dass unsere beiden Fäden die gleiche Länge haben. Gehen dann durchs zweite Loch mit beiden Nadeln gleichzeitig. Von der anderen Seite auch. Sodass wir auf beiden Seiten die Nadel wieder rausholen. Am letzten Loch angekommen, gehen wir nochmal zurück ins vorletzte. Mache einen Doppelknoten. Und verschmelzen den, sodass dann auch die Naht zu ist und nicht mehr aufgehen kann. So, das machen wir mit allen vier Seiten.